Ein fröhliches Hallo aus Santa Ponsa in der Gemeinde Calvia auf Mallorca im Südwesten gelegen. Ein großer Ort, der einiges zu bieten hat. Viele schöne Buchten sind in der Nähe. Die größte liegt direkt im Zentrum von Santa Ponsa. Der größte Strand, sehr breit, sehr tief, weißer Sand, meistens sehr sauber. Einzigartig ist das kleine Wäldchen davor, was wir uns gleich anschauen werden. Ich bin in einer Seitenstraße, wir gehen auf den Strand zu, gehen einmal bis ans Wasser, schauen, was es hier drumherum an Geschäften gibt. Hier ein richtig großes Hotel, eins der größten von Santa Ponsa. Trotzdem ist es hier immer ruhig, beinahe entspannt. Santa Ponsa ist die Hochburg der Engländer und der Deutschen und Spanier. Aber auch ein paar andere Nationalitäten sind hier anzutreffen. Österreicher, Schweizer, ein paar Holländer sogar und Franzosen. So, wir gehen. Das ist das nächste Hotel hier, das ist erst 3 Jahre alt, ist innerhalb von einem Jahr hier entstanden. Vorige Bau wurde abgerissen und dann ist hier ein ganz neues Hotel entstanden. Hier der Blick aufs Meer hinaus. Rechts herum geht's nach Costa de la Calma. Links aufs Meer hinaus geht's Richtung Magaluf und Palma Nova. Das ist der Berg hier mit jede Menge Fehlbauten, würde ich mal sagen. So würde heute, glaube ich, keiner mehr bauen. Apartmenthäuser, Hotels, alles dicht an dicht. Ist nicht mehr der Stil von heute.
Aber irgendwo müssen die ganzen Leute ja wohnen, die hier ihren Urlaub verbringen oder auch dauerhaft hier leben. Aber der Ort ist halt riesig. Es geht da hinten noch viel, viel weiter Richtung Port Adriano im Landesinneren. Sind viele Sachen, die wichtig sind, wie ein großes Gewerbegebiet, Schulen und so weiter. Man erreicht Santa Ponsa innerhalb von 15 Minuten von Palma, wenn man keinen Stau hat, über die MA1. Die Liegen und Sonnenschirme sind nicht ausgebucht, aber hier stehen, soweit ich weiß, noch alle Schirme und auch Liegen. Sie werden ja an vielen Stränden von Mallorca zurzeit schon reduziert. Ganz verschwinden werden sie so schnell nicht. Man will ja die Saison verlängern, aber Saison verlängern funktioniert halt auch nur, wenn das Wetter mitspielt. Ansonsten geht keiner auf eine Liege oder unter einen Schirm. Wenn zum Beispiel regnet, dann stürmen alle in die nächstgrößeren Orte. Zum Shoppen ist das hier eigentlich nicht so angesagt in Santa Ponsa, muss man ehrlicherweise sagen. Dennoch gibt es hier einiges Wichtiges im Ort und natürlich im Gewerbegebiet Son Bogadies. Da gibt es alles, was man so braucht, Baumaterialien, Farben. Autos, Werkstätten, Tankstellen, alles Mögliche. Es gibt übrigens hier eine Billigtankstelle, eine sehr günstige, sagen wir mal so.
da war der Sprit, also Benzin, gestern ca. 25 Cent günstiger als in Norddeutschland. Hatte nur den Preis von Norddeutschland gesehen. Das ist schon sagenhaft. Also da lag der Preis irgendwie bei 1,83 und hier bei 1,58 Euro oder so. Ja, genau. Hier schwankt er auch nicht so sehr. Also hier ist er nicht irgendwie morgens höher als abends. Das kommt selten vor. In anderen Ländern wird es ja ständig gewechselt, die Preise. Ja, aber hier zum Thema Wasser. Sieht gut aus. Man geht hier noch gerne ins Wasser. Wir haben immer noch eine Wassertemperatur von ca. 24 Grad. Das ist für Mitte Oktober, fast schon die dritte Dekade, ist das also sagenhaft. Und ja, Wetter hält nicht so an. Wir haben heute einen Sonne-Wolken-Mix. Richtung Meer ist oft ein bisschen schöner zurzeit. Richtung Landesinnere und gerade Richtung Tramontana halten sich dann noch ein bisschen die Wolken. Aber so wie da. Nur tiefer und dunkler sind sie dort. Ja, hier sehen wir das Wäldchen, da gehen wir gleich mal drauf zu. Hier nochmal so ein bisschen der Rundumblick, nochmal der Berg. Auf der anderen Seite ist Costa de la Calma, ist übrigens nicht so klein, wie man oft denkt, weil man so wenig davon hört. Da wohnen sehr, sehr viele Leute, alle möglichen Nationalitäten, überwiegend Spanier. Viele, sehr, sehr viele Deutsche haben dort Eigentum oder wohnen dort zur Miete. Polen, Franzosen, Holländer, Österreicher, Schweizer. Also bunt gemischt, aber friedlich und gut. Es gibt da nicht nur kleine Häuschen, sondern auch große Villen Richtung Pagera. Ja, hier das angesprochene Wäldchen.
hier in Chiringuito hinter mir, da sind wir gerade dran vorbei, da ist noch eine Strandbar. Diese Betreiber hier haben auch noch ein paar andere in anderen Orten, die sie managen. Ansonsten muss man sagen, gibt es hier eine richtig vielfältige Gastronomie, also sehr viel Mallorquin, aber alle Geschmacksrichtungen von und alle möglichen Nationalitäten gibt es hier, also verschiedene Küchen. Und da es so einen enormen Wettbewerb hier gibt, wie auch in vielen Orten auf Mallorca, aber auch unter den Einheimischen, die nur essen, dann wirklich essen gehen, wenn das auch für sie aus ihrer Sicht bezahlbar ist, ja, kommt das dazu, dass einige wirklich gute, günstige Preise haben und trotzdem enorm gute Küchen. Also das Menü der Dia findet man hier in mehreren Häusern und ist absolut zu empfehlen. Wer es nicht kennt, Menü der Dia heißt Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise. Und im Normalfall gibt es auch noch Getränke oder ein Getränk dazu, je nachdem. In manchen sogar großzügigerweise Wasser und dann noch ein alkoholisches Getränk. Und wenn das ein super Fall ist, gibt es sogar noch Oliven vorweg. Ja, aber da muss man genau hingucken, ob es denn wirklich ein Menü der Dia ist. Mit den Einheimischen kannst du sowas nicht machen, die kannst du nicht auf den Arm nehmen und da irgendwas reinschreiben und dann setzen die sich da hin und essen das schon. Nee, die wissen genau, wo hier, wo sie hin müssen. Deswegen auch mal in die zweite Reihe gucken. Ich empfehle immer, die Läden zu nehmen, die richtig rappelvoll sind. Hier drüben ein Laden, der ist noch nicht mal ein Jahr alt. Immer gut besucht. Total modern, alles neu aufgebaut da. Drüben auf der anderen Seite, hinter der Ladenzeile, gibt es übrigens ein kleines privates Freibad. Das ist nicht einzusehen, aber man hört es oft von der anderen Seite. Da ist ein Parkplatz, der ist übrigens gebührenfrei. Ansonsten sind hier alle gebührenpflichtig. Nur in der Mittagszeit, da kann man hier anderthalb Stunden vor Free stehen. Also gerade zum Mittagessen kann man hier parken, auch auf blauen Flächen. Muss man sich mal genau informieren, wie die Zeiten sind.
Hier ist eine neue Bäckerei. Schon oft mal aus dem Augenwinkel betrachtet, funktioniert ganz gut, neu aufgemacht, gutes System, gute Einrichtung, klappt. Taxistand ist hier, die sind meistens vergriffen. Früher standen hier immer einige rum, aber jetzt haben die meistens gut zu tun. Obwohl die Konkurrenz so groß ist. Auch gut zu tun, wo wir einen TBE-Busse hinten sehen, haben die Busse. Hier fährt alle paar Minuten einer ab. In alle möglichen Richtungen. Palma, Andratsch, Calvia und Richtung Port Adriano selbstverständlich auch. Hier sind wir an der Hauptstraße, hier floriert es nur so. Auch hier sind ganz viele gastronomische Betriebe. Wer nicht unbedingt auf so viel Verkehr steht, wie hier immer ist, ja, der könnte auch eine Parallelstraße nehmen, die sind viel ruhiger oder dort auch direkt parken irgendwo. Da gibt es doch einige Möglichkeiten, wenn man bereit ist, einen kleinen Fußweg zurückzulegen. Zu gucken gibt es ja immer was. Auch an diesem großen Kreisel, ein riesiger Kreisel, ist viel los und durch diese Bäume und durch die Grünanlagen alles so ein bisschen abgeschirmt vom Verkehr. Hier haben sich einige gute Geschäfte niedergelassen und Bars natürlich auch. Ich würde sagen, das haben wir sehr gut abgepasst. Gerade die Sonne
sehen wir und lässt den Himmel in einem schönen Blau erstrahlen, die Bäume sehr schön grün. Also alles optimal. Soweit mein Rundgang in Santa Ponsa. Um alles zu zeigen, müsste man sich Stunden Zeit nehmen. Aber es gibt ja hier jede Menge Ergänzungen auf dem Kanal, auf Georgies Kanal. Man findet hier alle möglichen Videos von Orten, größeren Orten mehrere und von kleinen Orten auch das ein oder andere Video. Ja, ich wünsche weiterhin viel Spaß beim Gucken bei den nächsten Videos. Danke fürs Dabeisein, freue mich immer sehr über eure Kommentare und eure Unterstützung. Sag Tschüss, Adios und Bye Bye aus dem Südwesten Mallorcas, aus Santa Ponsa. Servus.